Hallöchen, hier mal ein witziges Spiel. Es war über das Jahr 2020, ja, wir wissen ja alle, das war chaotisch. Es war, ja, ich kann mich noch erinnern, 2020, meine letzte Veranstaltung war das, ja, war die Live-Veranstaltung von Markus Krebs. Und zwar, ich glaube, es war der 15. Februar, das war wirklich die letzte Live-Veranstaltung, wo richtig Spaß gemacht hat. Und ja, das Spiel umreißt hier eigentlich das ganze Chaos 2020, ja, Corona, Covid-19, ich kann es nicht mehr hören, ich kann es in den Nachrichten nicht mehr hören, nichts, nichts, Spritzen, Impfen, Impfpflicht, Covid-19 hier steht's, ja, wir haben ja auch schon die Viren und die Wahnsinnigen, die sich die so ein, das erinnert mich auch eine ältere Dame, die ihren Rolli komplett mit Klopapier vollgepackt hatte und ja, es sah einfach Wahnsinn aus. Es ist für mich nicht normal, das ist einfach übertrieben. Das sind Dinge, die es immer noch gibt und was 2020 die Menschen sich alle so gedacht haben, das ist sowieso Wahnsinn. Und ja, und die Medien betreibt weiter Hetze. Ja. Ja, wo ist das eben? Wer bis jetzt noch zuhören kann, der sollte dranbleiben. ja. Wer nicht, wer das alles für gut heißt, was in Covid 2020 passiert ist, der, ja, der kann sich wieder gerne in Quarantäne begeben und dort bleiben und ja, abwarten, wie hier so lustig zu sehen, bis das Klopapier zu Ende ist, bis die Bücher, die man lesen kann, zu Ende sind und ja, sehr schönes Spiel, umreißt das ganze Thema richtig, ja. Lockdown hilft der Natur, das stimmt natürlich. Da gibt es auch Beispiele, dass die Natur sich an manchen Teilen der Welt schon erholt hat. Und ja, weil weniger Menschen draußen unterwegs sind und alles kaputt trampeln. Ja, ich zähle mich auch dazu, das ist so. Also, kleine Eigensatire, das muss schon sein. Ja, Covid 2020 Game. Kann man kostenlos sich, übrigens kann man das kosten, das geht nicht lang, das ist nur, das ist halt umrissen, das Jahr 2020. Es geht nicht lang. Ja, Leute, 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 hier werden die Coronavirus-Viren rumhergeschmissen. Und das war auch so ein Sendemass. Ah, TikTok. Übrigens, auf TikTok bin ich auch zu finden, wer da was wissen will. Quarantäne 3.1 übrigens heiße ich dort, weil für die Sex hat es nicht mehr gereicht. Durfte ich nicht mehr reinschreiben, ja. Ja, US-Präsidentschaftswahl, das ist auch die ungünstigste Wahl überhaupt in so einer Krise, dass da die Wahl stattfindet. Aber naja, letztendlich ist Joseph Biden für mich nur Donald Trump 2.0. Er führt die Politik ja teilweise auch weiter, wie das Donald Trump gemacht hat. Und ist auch richtig so. Sollen Amerikaner selbst entscheiden, ich bin kein Ami, ich bin Deutscher und ja. Oh, ups, ich bin Deutscher. Ich bin stolz, Deutscher zu sein. Bin ich jetzt ein Nazi? Keine Ahnung. Ja, schauen wir mal, was 2021 noch passiert. Oh. Mein Vorbild sind die Franzosen. Die gehen wenigstens richtig auf die Straße. Bei denen knallt es richtig. Die Deutschen, ja, die scheißen sich ein. Ja und Amen zu allem Möglichen. Hört auf damit. Geht auf die Straße und habt eure Meinung und bleibt auch bei der Meinung. Ja, Spenden an diesen Typ oder dieses Team oder wer auch immer das entwickelt hat, seht ihr hier. Ihr könnt es ja selbst mal suchen. 2020 Game. 2020 Game. Tschüss.